Willkommen zurück bei Dragon Age. Wir sind auf der Suche nach den Schutzgelderpressern oder wie man die auch jetzt immer bezeichnen will. Du bist. Eine neue Verderbnis soll kommen, wie schrecklich. Ja, das. Ich vermisse den alten Endren. Er war ein guter Mann. Was passiert, wenn sich die Versammlung nicht auf einen König einigt? Dann habt ihr ein Problem. In Orsama zu sein, ist ein Privileg. Nur wenige von draußen dürfen unsere wunderbare Stadt sehen. Ihr seid der beste Fänger, den ich je gesehen habe. Aber da draußen gibt's noch mehr davon. Die Königreiche der Oberfläche sollen auch Probleme haben. Es ist nicht nur hier unten so. Habt ihr mein Mittagessen gesehen? Ein Stück Flechtenbrot mit einer Scheibe altem Käse und getrockneten Fleischfransen? Ich frage nur, weil man ja nie weiß, ob nicht jemand Hunger bekommt. Nein. Aber wer ihr esst alles, was ihr so findet, hört ihr? Ja, hier geht's dann nur zu dem Weg runter. Seid vorsichtig, Oberflächler. Das hier sind keine glatten Straßen wie bei euch. Passt auf euch auf da draußen. Hier ist auch nichts. Da, den Jungen da unten, keine Ahnung, da kommen wir auch noch nicht weiter. Aber hier sind wir am Diamantenviertel. Das gibt's doch gar. Das kann doch nicht sein. Ich komme nicht weiter. Ich weiß nicht wohin. Puh. Weiß einfach jetzt, ich weiß nicht wohin. Ich hoffe ja nicht, dass wir jetzt alle Türen, die wir sehen, abklappern müssen, bis eine davon offen ist. Das wäre. Aktuelle Nachrichten, Lord B. Die Öffentlichkeit hat ein Recht, alles zu erfahren. Hier ist Quatsch. Und hier waren wir jetzt auch schon öfters und da war ja auch nichts mehr. Das darf doch nicht wahr sein. Das sind die. Die haben irgendwas zu sagen? Danke für eure Dienste. Hat die noch was zu sagen? Das Haus Dace dankt euch. Ja, bitte. Hier ist nichts. Ich hoffe, ihr werdet Lord Harrimond unterstützen. Nö. Orsama heißt die grauen Wächter willkommen. Seid euch gewahr, dass die grauen Wächter und Lord Belen Verbündete sind. Habt keine Angst, ihrem Beispiel zu folgen. Guten Tag. Das ist der königliche Palast, da ist Beelen drin. Ich kann nicht glauben, dass das Haus Harrowmont so einen Fehltritt begeht. Stimmt es, dass an der Oberfläche auch Bürgerkrieg herrscht? So, aber hier sind doch auch. Was war hier? Ja, hier ist die Halle der. Das gibt's doch nicht. Wo war ich denn jetzt hin? Wo soll ich denn hin? Weil wir müssen ja auch noch wen anders finden, der zurückgetreten ist. Aber den haben wir auch noch nicht gefunden. Und ich meine, wir waren überall. Puh. Ein Brief, ja, die Briefe müssen wir noch finden. Gerüchte im Ständeviertel. Graue Wächter beten Dämonen an. Was? Wer erzählt denn sowas? Ich erinnere mich an die Besuche der grauen Wächter. Oh, diese rauschenden Feste.
Aber das ist Vergangenheit, nicht wahr? Mir gehen die Möglichkeiten aus. Was? Ach so. Dann sind wir dann Level aufgestiegen. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Hab ich gar nicht mitbekommen. Eigentlich stehlen wir ja nicht wirklich. Wir machen die Kampfausbildung. So. Und dann hier zwei Handwaffen. Ja, machen wir das. Das war der. Wo geht's hin? Ich weiß es nicht. Keine Möglichkeiten. Ich muss mich wohl bei der Schwester entschuldigen. Stimmt es, dass alle Wächter tot sind? Entschuldigen? Wofür? Für den Vorwurf, die Schwester sei leichtgläubig, weil sie an Dinge glaubt, die nicht real sind. Ach das hatte ich bereits vergessen. Danke für die Erinnerung. Es wäre vielleicht tröstlich, daran zu glauben, dass so mancher Vorfall einem größeren Plan folgt. In all den Jahren der Versteinerung in Hornleith wäre es schön gewesen, daran zu glauben, dass es dafür einen tieferen Grund gab. Wisst ihr denn, ob es nicht so war? Vielleicht hat euch der Erbauer auf diese Weise hierher gebracht, zu uns. Ihr sagtet einmal, euer Dasein hätte weder Sinn noch Zweck. Vielleicht sucht ihr einfach nur an der falschen Stelle danach. Mag sein. Ich werde darüber nachdenken. Okay. Das ist das Stelle. Also. Ja. Bug. Wir müssen die Briefe zurückholen. Von dieser Schutzgeldbande da. Um da hinzukommen, braucht man irgendwelche Knochen und müssen irgendwelche Türen finden. Und langsam wird's kurios. Wer warst du? Ah, ihr seid zurück. Möchtet ihr im heutigen Tornei antreten? Nein, ich sehe nur zu. Dann habt ihr noch etwas Zeit. Wir fangen erst an, wenn alle bereit sind. Ich verstehe die stummen Schwestern nicht. Meine Schwester soll sich nicht die Zunge herausschneiden und gegen die dunkle Brut kämpfen. Okay. Das Tornei beginnt gleich. Wenn ihr nichts gefunden habt, gehe ich jetzt. Noch nicht, ich suche weiter. Wenn ich mich noch anmelden soll, müsst ihr euch beeilen. Die Listen werden nach dem ersten Kampf geschlossen. Ja doch, aber wo denn, verdammt nochmal? Huch. Können wir durch? Okay. Hallo? Das ist riskant für dich, in der Halle der Bewahrung anzulegen. Kopfgeld für denjenigen, der den Recht hält. Reiß sie in Stücke! Nimm das! Wir haben Kopfgeld auf uns ausgesetzt. Ich bin dabei. Ist so ein Problem.
Die haben ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt. Sind die bescheuert? Aber selbstverständlich. Quest aktualisiert. Lass mich gucken. Bringe den Bewahrer des... Okay, das haben wir. Ich habe damit nichts zu tun, Wächter. Rechtlich gesehen habe ich keinen Fehler begangen. Wir sind nicht im Geschäft. Außer ihr wollt ein paar Münzen verdienen. Wohl verstanden, das soll kein Vorschlag sein, aber immerhin haltet ihr den Preis in euren Händen. Ist euch einerlei, von wem ihr dieses Buch der Halle der Bewahrung bekommt? Wisst ihr was? Ich gehe drauf ein. Ich sollte euch endgültig aus dem Spiel nehmen. Ist es euch einerlei, von wem ihr das Buch bekommt? Ich habe einen Sammler an der Hand. Wer das Objekt letztlich verkauft, ist unerheblich. Eure Entscheidung. So pflege ich das immer zur Hand haben. Ich sollte euch endgültig aus dem Spiel nehmen. Nun, ich werde mich bedeckt halten, bis ihr längst wieder fort seid. Wie wäre das? Ich bin nur ein Geschäftsmann. Ich nutze nur Gelegenheiten. Ich werde euch nicht in die Quere kommen. Okay, wir haben das Buch, aber... Oh, der hat auch noch was. Was starrt ihr denn so? Los, raus hier! Da ist ja auch noch was. Einer. Wer bist du? Hallo? Seid ihr neu bei den Kämpfen? Ich kann mich an euch nicht erinnern. Seid ihr einer der Kämpfer? Ich weiß. Ich heiße Gwydion und habe mich gerade abgemeldet. Ich spüre, die Ahnen sind mir heute nicht zugetan. Warum seid ihr zurückgetreten? Es geht nicht darum, was vorgefallen ist, sondern darum, was passieren wird. Lord Harrowmont soll den Thronanspruch bereits aufgegeben haben. Beelen hält dieses Turnier nur ab, damit seine Lordschaft beim Rücktritt das Gesicht wahren kann. So? Das verstehe ich nicht. Harrowmont wahrt sein Gesicht, wenn er verliert und sich der Entscheidung der Ahnen beugt. Aber was, glaubt ihr, geschieht wohl mit seinen Anhängern? Ich unterstütze Harrowmont. Aber wenn er aufgibt, werde ich nicht meine Familie dafür opfern, dass er sich in Würde zurückziehen kann. Wenn man das gesagt hat, es ist eine Lüge. Ach, und eure Quelle für diese Aussage ist verlässlicher als ein Mitglied der Versammlung? Julin und ich rufen... Julin und ich rufen ehrenhafte Kämpfer für Harrowmont zusammen. Überreden, lügen, ich habe es von Harrowmont persönlich gehört. Wir schüchtern ihn mal ein. Ich glaube nicht, dass seine Lordschaft etwas tun würde, ohne Julin um Rat zu fragen. Julin war immer sein engster Vertrauter. Vielleicht habt ihr recht. Ich bin nur ein Krieger. Und habe mich immer aus der Politik der Adligen herausgehalten. Wenn ich herausfinde, dass mich Beel nur zu seinem eigenen Vorteil angelogen hat, dann werde ich. Ich werde. Doch am Turnier teilnehmen und ein paar Kopfnüsse verteilen? Einen großen Sieg erstreiten? Euch wie ein geknickter Hund davonschleichen? Nein. Ihr habt recht. Ich schulde Lord Harrowmont mehr als das. Ups. Erfolg freigeschaltet Rüpel. Kann ich mir das angucken? Nein. Ja, jetzt... Okay, das war jetzt vielleicht nicht ganz so optimal. Aber nun gut. So sei es. Hallo? Schön, dass ihr hier seid, Wächter. Einige haben schon gesagt, sie würden euch zu gerne beim Turnier antreten sehen. Die Gelegenheit, gegen jemanden mit einer so seltenen Ausbildung anzutreten, bietet sich nicht oft. Wir hatten gehofft, ihr würdet mit uns ein paar zwanglose Runden bestreiten. Zwanglos? Ihr meint verboten?
Von der Versammlung eingeschränkt, aber nicht verboten. Die Ritualisierung lässt den Adel vergessen, dass es eigentlich nur um Blut geht. Bürgerliche sollen die Arena nicht für banale Scharmützel missbrauchen. Einige von uns würden ein ehrliches Spektakel vorziehen. Manchmal ist eine ordentliche Tracht Prügel nun mal angebracht. Geschwätz stört da nur. Sind wir dabei? Ein Wort von euch. Und ich stelle eine Gruppe aus einem der kleineren Häuser zusammen. Sie bekommen nur selten die Chance, sich beim Turnier zu messen. Sie sind wild und hungrig und setzen ungewöhnliche Techniken ein. Bedenkt, dass es hier nicht um Fairness geht. Das werden harte Kämpfe. Wer ist der Gegner und was bekomme ich dafür? Ich komme später drauf zurück. Nun, ich bin hier. Da kommen wir mal später drauf zurück. Wir gehen zurück zu der Halle. Können wir hier auch noch rein? Jo. Wir haben auf jeden Fall... Okay, hier doch. Hallo? Ja, ein grauer Wächter, hallo? Nehmt es nicht persönlich. Hanna Shan gehört zu den stummen Schwestern. Sie spricht mit niemandem. Dann suche ich mal einen Ort, wo ich Freundschaft empfangen werde. Was sind die stummen Schwestern? Das ist ein Orden von weiblichen Kriegern. Gegründet von Asteth der Grauen, einer Frau aus der Kriegerkaste, die als erste für das Recht der Frauen auf Militärdienst eintrat. Als niemand auf sie hörte, schnitt sich Asteth die Zunge heraus und schulte ihre Fähigkeiten, bis sie dann ein großes Turnier mit bloßen Händen gewann. Wer sich ihrem Orden anschließt, schneidet sich in Gedenken an sie ebenfalls die Zunge heraus. Und wer seid ihr? Ich bin Farindon und diene Hanna Shan als Kampfpartnerin und Übersetzerin. Als stumme Schwester hat sich Hanna Shan die Zunge herausgeschnitten, wie der ehrwürdige Paragon Asteth die Graue. Ihr könnt euch denken, dass sie meine Dienste eher für alltägliche Verrichtungen benötigt. Auf welche Seite steht ihr beiden? Die stummen Schwestern unterstützen den regierenden König und sind loyale Dienerinnen der Edukens. Dann mögen unsere beiden Bemühungen im Triumph enden. Ihr solltet nochmal darüber nachdenken, wen ihr da König nennt. Ich stehe auf meiner eigenen Seite. Dann mögen unsere beiden... Mögen die Ahnen ihren Champion weise wählen. Okay. Gut, da kommen wir nicht rein. Dann gehen wir jetzt mal zurück und geben ihm das Buch wieder. Allerdings sind wir mit unserer anderen Sache immer noch nicht weitergekommen. Wo war denn hier der Ausgang? Hier hinten. Genau da. Mal gucken, komme ich hier durch? Ja. Schauen wir uns jetzt hier auch noch mal ein bisschen um. Hallo? Zutritt verboten. Nur für Kämpfer. Man munkelt, ihr hättet den Kämpfern gedroht. Soll das eine Anschuldigung sein? Es ist untersagt, Turnierkämpfern außerhalb des Rings zu drohen. Ihnen nicht dabei zu helfen, ihre schmutzigen Geheimnisse zu wahren, ist eine andere Geschichte. Die Sache ist privat, ich sollte mich nicht einmischen. Ich möchte die Briefe... Aha, die Briefe sehen. Das glaube ich gern. Sag Basil Harrowmont einfach, er soll kämpfen. Dann werdet ihr sie sehen. Ganz vorne auf dem Nachrichtenblatt. Na los, Luk'chan. Wir müssen uns auf den Kampf vorbereiten. Okay. Wie kriege ich die Briefe denn jetzt? Geht weg. Ich spreche erst nach dem Kampf mit Bewunderern. Hier ist auch noch jemand drin. Oh. Ist keiner, dann ist sie, hä?
Aha. Das sind die Briefe. So, wir haben die Briefe gefunden hier. Wer ist hier drin? Hallo? Wachen, entfernt diesen Eindringling. Okay, schon gut, wir gehen ja schon. Wir haben die Briefe gefunden. Immerhin etwas haben wir noch in diesem Part erreicht, meine Güte. Hier, mein Freund, wir haben die Briefe. Das Turnier beginnt gleich. Wenn ihr nichts gefunden habt, gehe ich jetzt. Ich habe eure Briefe bei mir. Woher habt ihr sie? Nein, ich will es gar nicht wissen. Ich danke euch. Es bedeutet mir ungemein viel, meine Revelka sicher zu wissen. Dann tretet ihr an. Ich werde mit Freuden beim Turnier für Harrimon antreten. Nochmals vielen Dank. Irgendwie ist das gerade alles suboptimal, was wir machen. Wir helfen, wir bringen gerade irgendwie alle... Das ist doch alles Mist. Wir unterstützen gerade irgendwie beide. Ach je. Wie ihr wünscht. Okay, Freunde, ich würde mal sagen, das soll es aber für heute gewesen sein. Wir werden dann beim nächsten Mal weitermachen. Ich weiß nur halt noch nicht, wo wir noch nur sowas herkriegen. Müssen wir mal schauen. Aber nun gut, wir bleiben erstmal hier stehen und ich sag mal bis dann und ciao.